Servus Leute, zurück zu Let's Play Hearthstone. Ich befinde mich vor dem letzten Boss mit dem Monster Hunter. Und ich habe Companionship mit First Aid, wie auch schon unter Ebene hier vorgeschlagen hat. Habe ich das bekommen? Ich habe noch ein paar nette Ergänzungen bekommen. Das ist ein sehr schönes Item. Wenn ich das bekomme, wäre ich glücklich. Ansonsten auch Sylvanas und Playdead sind drin. Auch eine Kombination, meine letzten Gegner wunderbar zu besiegen und dann noch ein paar große Kreaturen noch dazu. Ja, ein bisschen so und so. Und hier kriegen wir noch die ultimative Karte in Kombination mit Companionship. Bubba. Battlecry Summon 6, 1-1 Bloodhounds, in meinem Fall 3-1 to attack an enemy minion. Bubba. Bubba, bubba. Und wir kriegen noch weitere Kreaturen. Was wäre noch eine gute Ergänzung für dieses Deck? Ich würde Taunt, ein paar Duskbat werde ich nicht hinbekommen. Vexcrow selten. Blinkfox wäre eine gute Karte. Hier kann man machen. Kann man machen. Kann man alles machen. Companions machen wir zuletzt noch. Glinda Crowskin. Ah, mein Nemesis. Aber ich habe die Hunde auf meiner Seite. Mal schauen, mal schauen. Where's Agatha? All four monster hunters must work together to find her. Shaw versus Glinda Crowskin. Gut. Komplett Mulligan. Ich brauche die zwei Treasure-Karten. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Keine der Karten bekommen. Schade. Und auch noch keine gute Starthand. Das fängt nicht gut an. Zu teuer. Viel zu teuer. Why? Why did you cast your lot with Hagatha? If you knew her power, sure, you'd heal like your dogs. Oh, bei mir beginnen die schon sofort mit der Kreatur. Doggies, Angriff. I will not forget you. Whatever your name was. Das ist wenigstens eine coole Interaction. Ja, natürlich. Ja, natürlich hast den gleich nochmal. Das fängt super an. Der ist irrelevant, den heile ich wieder weg. Ey, wie viel Glück kann die denn haben? Bringt mir was, eine 2-3 zu spielen. Ja, wenn ich Divine Shield bekäme. Das ist auch okay, glaube ich. Ja. Dann habe ich wenigstens ein paar kleine Minions mehr. Wollte gerade sagen, was ist denn los? Wo kommen denn die? Implosion. Auf die 3-2. Drei Stück. Okay, gibt Schlimmeres, würde ich mal sagen. Ja, dann fangen wir an mit einer 6-6, würde ich sagen. Ich muss einfach Zeit gewinnen, bis ich meine OP-Karten bekomme. Dafür habe ich zum Glück den Counter hier. Oder habe ich was Besseres? Oh ja, ich habe was Besseres sogar. Geil. No witch. Und ich kann mich sogar heilen wieder. Fein. Summon for 1-1 Imps. Und wieder so einen. Ausgezeichnet. Genügend Handkarten habe ich. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Ja! Das war besonders hoch, könnte es sein? Nicht overextend, würde ich sagen. Weil die hat ja so die hässliche Verwandlungsfähigkeit. Okay. Ah, Milne ist gut. Milne ist eine gute Strategie gegen sie.
Ja, sie meldet sich selbst. Allerdings, das einzige Problem ist mit dem Millen, ja. Ich bräuchte jetzt was anderes. Buffen wir die alle auf der Hand. Ich kann mit dir hitten. Yeah, Face is the place. Nice. Ja, da kommt der erste Wild Worm. Zu ihrer Seite rüber. Aber damit komme ich klar. Damit komme ich klar. Auch das kann ich heilen. Das können wir locker hinbekommen. Das sieht im Moment sehr gut aus. Ich habe noch Violet Worms auf der Hand. Und das läuft. Das läuft. Der nächste. Wie viel hast du davon noch? Okay. Ja, ja, meld dich nur ruhig weiter. Weil wenn sie sich meldet, dann hat sie nicht mehr viel. Ich könnte eine Kopie eines Biestes machen. Das wäre eine gute Sache. Im Prinzip. Aber wir holen uns so. Where's my pet? Okay. Jetzt wird sie wahrscheinlich höchstwahrscheinlich. Jawohl. Mild ich zu Tode. Jawohl. Auch eine Value-Karte, die weg ist. Bei so viel Death Rattle wär's. Sie hatten. Jawohl. Das war auch gut. Das ist auch eine Good Card. Good Card. Hier ist ein Beast, hier ist ein Beast. Ja, ich muss halt alles loswerden, nicht wahr? Muss halt auch das Kleinvieh loswerden. Death Rattle triggered twice? Jawohl. Und wieder heilen. Die sind jetzt mittlerweile kein Thema mehr. Oh, das sieht sehr gut aus. Die hat nur noch. Die hat einen Doom und die hat einen Twisting Nether. Soweit ich weiß, vor denen ich mich in Acht nehmen muss. Höllisch in Acht nehmen muss. Aber sonst sieht das ganz gut aus. Ich muss überlegen. Bum, bum. Bum. Bum, bum. Das geht. Raptor Strike. Bum, bum. Ich krieg eine Karte for free. Schnotten. Was ist das? Doggies greifen an. Ziehst eine Karte nach. Der Rest ist in Ordnung. Nicht overextenden. Und wir haben noch nicht mal Bubba bekommen. Bubba ist da noch drin. Das ist nicht Bubba. Und Sylvanas ist auch noch da drin. Also es ist immer Doggies in den Reihen. Das ist immer der Fall. Dann haust du dazu. Der bufft den. Dann so, so. So. Die heilen sich feini, feini hoch. Ich mach mal wieder eine von. Nein, 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 nein. Wir spielen noch so einen. Where's my pet? Nein, nicht Bubba! Oh, jetzt kommt der Massenremoval. Nein, nicht ganz. Okay, Bubba ist wieder weg. Oh, sie ist gleich gemillt. Sie hat keine Karten mehr. Außer zwei Removal. Sehr gut. Oh, ne.
Könnte ich eigentlich machen. Raptor Strike. Where's my pet? Das auf den Violet Worm ist nicht schlecht. Aber auch nicht notwendig gerade. Wir haben so viel Kontrolle gerade. Ah, das erste Mal, dass sie was dagegen macht. Okay. Embrace the crow. Sie hat halt bald nichts mehr außer irgendwie. Sie hat dann nur noch die Massenremoval eigentlich. Mehr hat sie doch nicht mehr. So, ich würde sagen, jetzt kann ich einen von denen machen und dem einen Death Rattle geben, dass er neu beschworen wird, falls er stirbt. Das finde ich gut. Jetzt muss ich einen der Massenremoval ziehen. Twisting Nether. Alles klar. Dann triggern jetzt ein paar Effekte. Aufwärts. Oh nein, zu viele. Oh, shit, da war der Death Rattle verschwendet. Arthus, nein, du hast es verschwendet. Aber zum Glück habe ich ja noch weitere Death Rattles. Gut, da kann ich meine ganzen... Warte, wie viele Handkarten habe ich? 10, das ist zu viel. Machen wir mal das. Das ist eine Karte, die ich absolut nicht mehr brauche, glaube ich. So, dann kommt mal vor. Da könnte ich was für 5 spielen. Für 5, für 5, für 5. Oh, ich kann auch so einspielen. Und dann... Give your minions plus 2, plus 2! Ei, das ist jetzt saustark. Weil die werden halt alle wieder hochgeheilt. So, Glinda, was nun? Hast du noch einen Doom? Nein, du hast noch einen Hellfire. Ja, 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 ja. Bitte, her damit. Ha. Darauf habe ich gewartet. Ah, Sylvanas hat keine Zeit für Spielchen. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Auf meine Seite, bitte. So, Glinda, du hast noch 4 Handkarten. Was machst du damit? Hellfire hast du. Schön. So, Glinda, du hast noch... 3 Handkarten. Eine davon müsste Doom sein. Okay, und 2 von denen. Kann ich die noch irgendwie auf meine Seite ziehen? Einen kann ich noch auf meine Seite ziehen. Das ist super. Na, dann nehme ich mir noch einen. Gönnung. Absolute Gönnung. Oder machen wir Call to the Wild. Spiel doch dein Doom. Spiel doch dein Doom. Tu's doch. Tu's doch. Nein. Kein Text? Oh. Dabei ist es doch eine wahrscheinlich passende Strategie, oder? Sehr. Nice Dice. Bam. Yes! Endlich, finally beaten. Puh, es war ein schweres Stück. Ich habe jetzt teilweise anfangs immer bloß den ersten Kampf gemacht, bis ich endlich Companionship bekommen habe. Ich glaube, ich habe 10-mal hintereinander kein Companionship-Angebot bekommen. Das ist die Frage. Das ist die Gewinnspielfrage. Wunderbares Deck, hauptsächlich Companions erhalten und eigentlich, ja, den Button drücken. Genauso wie beim Cannoneer war auch hier den Button drücken die Heldenfähigkeit eigentlich der Sinn. Ich habe sogar den Faceless damit besiegt. Wobei, beim Faceless muss ich sagen, da hatte ich auch den Tristing Compass gleich am Anfang gezogen. Das war wahrscheinlich auch mein Sieggarant, weil... Es war trotzdem noch anstrengend. Ich habe mit dem Pristine Kompass dann
dreimal den Houndmaster, also einmal den Hausmaster und zwei Kopien mit kostenlos gehabt. Und dann habe ich halt einfach, ja, ich glaube, dann war ich bei dem Mana, wo ich zwei Hunting Mastiffs gemacht habe und die halt gebufft habe mit den Houndmaster. Und mit diesem Board konnte ich dann gerade so dem seinen Extrem Value besiegen. Das war teilweise, zeitweise noch knapp bei dem. Das war auch doch ein hartes Stück. Aber endlich geschafft. Zu viele Runs auf jeden Fall. Super. Gut, dann fehlt nur noch die eine und einzigartige Toki. Aber das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.